Was kann der Mensch von seinem Leben erwarten? Was kann der Mensch anfangen mit seinem Leben in dieser Zeitspanne, die er als Mensch auf der Erde existiert und lebt? Was mache ich? Ich als dieses Bewusstsein, das durch diesen Körper entsteht, einerseits, und andererseits diesen Körper mitbestimmt und seine Handlungen und sein Wirken mit lenkt. Was mache ich mit diesem Leben? Und warum kann ich mir diese Frage überhaupt stellen? Was bedeutet das, dass ich mich fragen kann als Mensch, was mache ich mit diesem Leben? Wenn ich als Mensch auf diese in dieses Bewusstsein gelange und mir meiner selbst bewusst werde und mich umschaue und die Welt betrachte um mich herum, sehe ich, dass es mehrere Lebensformen gibt, dass es mehrere Lebensformen gibt, die, wie ich, sich Menschen nennen, und dass es andere Lebensformen gibt, die der Mensch Tiere nennt, Pflanzen nennt. Und dass wir in einer Welt leben, die uns das eine oder andere zur Verfügung stellt, um zu leben, beziehungsweise die mit uns interagiert und uns leben lässt. Was mache ich als Mensch in diesem Moment? In diesem Moment der Erkenntnis, dass ich ein Lebewesen unter Lebewesen bin. Es ist so und es war auch schon immer so, seit Menschengedenken, dass in diesem Moment der Erkenntnis und eigentlich, wie man heute weiß, schon viel früher, dieses Bewusstsein des Menschen geprägt wird und geformt wird, entsprechend der gesellschaftlichen Werte und Normen, in denen er erwächst, in denen er erzogen wird, ausgebildet wird und groß wird. Das heißt, im Grunde ist es so, dass diese Frage, was mache ich mit meinem Leben? Was mache ich in meinem Leben? Was fange ich als Lebewesen, als Mensch mit diesen Gegebenheiten, so wie ich sie vorfinde, äußerlich als auch innerlich, in Form meiner Fähigkeiten, was fange ich damit an? Diese Frage stellt sich der Mensch eigentlich erst, naja, sagen wir mal, nachdem die Hälfte seiner Lebenszeit verstrichen ist. Ernsthaft. Diese Frage nach, diese grundsätzliche Frage nach dem, was tue ich mit dieser Lebenszeit, was lebe ich überhaupt, was kann ich mir diese Frage stellen und was bedeutet es, dass ich mir diese Frage stellen kann? Bedeutet das nicht, dass ich Entscheidungskraft, Entscheidungsgewalt habe über oder haben sollte über mein Leben, über meine Handlungen, so wie ich existiere? Habe ich bisher mir diese Frage überhaupt jemals gestellt? Habe ich diese Entscheidung jemals für mich treffen können? Oder bin ich bisher einfach immer nur gelebt worden, gefolgt, Werten und Normen gefolgt
Konzepten gefolgt, die ich selbst nie hinterfragt habe, die ich als naturgegeben einfach akzeptiert habe. Diese Frage stellt sich dem Menschen, wenn überhaupt, erst, wie eben schon erwähnt, in der zweiten Hälfte seines Lebens, vielleicht bei einigen Glücklichen schon früher. Und in aller Regel ausgelöst durch in irgendeiner Form traumatisierende Erfahrungen, in irgendeiner Form welterschütternde, also die eigene Welt, das eigene Weltbild erschütternde Erlebnisse, Erkenntnisse und Erfahrungen. Denn gesellschaftlich, kulturell gesehen und was die Ausbildung und Erziehung betrifft, sind die Gesellschaften oder sind die Systeme so weit ausgereift, dass dieses Bewusstsein des Menschen kaum eine Chance hält, sich zu Beginn seines Lebens tatsächlich dieser Frage zu stellen. Denn es werden Selbstverständlichkeiten geschaffen, es werden Selbstverständlichkeiten beigebracht oder als Grundlage vermittelt, bewusst oder unbewusst durch das beispielhafte Vorleben, die im Grunde ja rein künstliche Systeme sind, die rein künstliche gesellschaftliche akzeptierte Werte und Normen darstellen, die, wenn man erstmal zu diesem Punkt gelangt, indem man diese ganzen Dinge und die Werte und Normen in Frage stellt, gar nicht wirklich so grundlegend, so wertvoll und so durchdacht sind, wie sie den Anschein erwecken, wie sie den Anschein erwecken wollen. Wobei es natürlich auch nicht schwer ist, einem Kind beispielsweise, das noch wenige Erfahrungen hatte, wenige Möglichkeiten hatte, Dinge gegeneinander, miteinander zu vergleichen und abzuwägen und sich ein Bild zu machen, einen solchen Menschen Dinge für richtig oder für grundlegend wichtig und wertvoll zu verkaufen. Allein schon durch die Macht einer Vorbildfunktion, die man mehr oder weniger automatisch als Eltern beispielsweise für das Kind übernimmt und indem man dem Kind dann wieder weiter die Autorität und die Werte vermittelt, die dann die nächsten Institutionen, die sich mit ihm beschäftigen, haben sollen, wie die Lehrer oder die Meister in der Ausbildung, die Vorgesetzten und so weiter. Ich vermittle dem Kind diese Werte quasi als gegeben, ohne wirklich Konsequenzen zu bedenken, ohne wirklich diese ganzen Werte zu hinterfragen. Das heißt, von Grund auf ist eigentlich die Bahn schon vorgegeben, der Lauf der Dinge ist schon vorgegeben. Die einzigen Fragen, die so etwas wie Freiheit suggerieren und die Vorstellung einer freien Entscheidung suggerieren, sind systemimmanente Entscheidungsmöglichkeiten. Das sind die vereinzelten Möglichkeiten, Laufbahnen sozusagen, die man in einer Systematik als Mensch, in einer Gesellschaft als Mensch nehmen kann. Jetzt leben wir in einer Gesellschaft, in der diese Laufbahnen vorgegeben sind, in der diese Laufbahnen von vornherein schon eine Wertigkeit verpasst bekommen. Das heißt, sei es die generelle Unterscheidung zwischen Handwerker und Akademiker in ihrer Wertigkeit darin unterschieden, dass der Akademiker in vielen Kreisen höheres Ansehen genießt, dass er besser bezahlte Jobs kriegt, dass er gut bezahlt wird, dass er für weniger körperlichen Einsatz, weniger körperliche verschleißende Arbeit wesentlich mehr Geld bekommt als beispielsweise der Handwerker, der ebenso seinen Beitrag leistet, der ebenso wertvoll und wichtig für eine Gemeinschaft und eine Gesellschaft ist, aber der eben diese Anerkennung oftmals nicht genießt, schon allein deswegen, weil er schlechter bezahlt wird. Oder aber Unterscheidungen, Graduierungen der gesellschaftlichen Wege innerhalb der einzelnen Sparten, der einzelnen Berufe,
das viel geliebte und benutzte Beispiel des Müllmanns. Wenn wir sprechen beispielsweise über das Equal Money System, ist immer wieder die Frage, soll denn ein Doktor genauso viel verdienen oder ein Arzt genauso viel verdienen wie ein Müllmann? Das wird gerne als gegensätzliches Beispiel benutzt. Ich will das jetzt gar nicht analysieren, sondern will einfach nur klar machen, dass ja hier eine grundlegende Wertung, eine Wertigkeit in den Köpfen der Menschen einzelner Berufs- und Beschäftigungsbereiche schon existiert. Und zwar extrem. Dass das wirklich eine extreme Wertunterscheidung ist und eine Bewertung darstellt. Was fange ich an mit meinem Leben? Was mache ich mit dieser Lebenszeit? Identifiziere ich mich als Mensch einer Gesellschaft? Identifiziere ich mich als Mensch einer Kultur? Immer wieder die Frage, was bedeutet es, dass ich mir diese Frage überhaupt stellen kann? Und das ist der springende Punkt. Und das ist genau das, was die ganzen Systeme und das ganze Wertesystem der menschlichen Gesellschaften in der scheinbaren Vielfalt, in der sie existieren, aushebelt. Das ist das, was die Eigenverantwortlichkeit des Einzelnen deutlich macht. Und das ist genau das, wovor der Einzelne sich immer wieder scheut und wovor die Angst so groß geworden ist, dass niemand wirklich Interesse zu haben scheint, Herr über sein eigenes Leben zu werden und damit Herr über das Leben zu werden und damit verantwortlicher für das Leben zu werden und damit auch Schöpfer und Gestalter des Lebens zu werden. Wir können im Grunde nicht mehr als bewusste, intelligente, selbstständig denkende Wesen diese Grundnormen, diese Grundvoraussetzungen, die grundlegenden Werte unserer Gesellschaften angesichts der Konsequenzen und der tatsächlichen Gegebenheiten auf der Welt nicht mehr als gottgegeben, unveränderbar, unerschütterlich, wahrhaftig und von Grund auf natürlich und gut annehmen. Wir können das nicht mehr so stehen lassen. Wir müssen akzeptieren, nicht nur, dass wir die Möglichkeit und die Fähigkeit besitzen, tatsächlich diese Wertstrukturen aufzuheben und sie neu zu gestalten und neu zu konstruieren. Wir müssen auch erkennen, dass es notwendig ist, das zu tun, denn auf diese Art und Weise, wie wir bis hierher gekommen sind, bis zu diesem Punkt, der jetzt existiert, hier und jetzt die Welt so, wie sie ist und nicht so, wie sie sein sollte, laut der Ideologie oder laut der Theorie und der Vorstellungen der Systeme und der Systemvertreter, sondern so, wie sie tatsächlich ist, das, was die realen Konsequenzen sind. Wenn wir das betrachten, wenn wir das sehen, müssen wir erkennen, dass es den Menschen nicht voranbringt, dass es das Leben nicht voranbringt, dass es nicht diese Entwicklung beinhaltet, die man diesen Wertsystemen unterstellt. Es bringt den Menschen eben nicht kulturell weiter. Es bringt ihn eben nicht in eine schönere Zukunft. Es bringt ihm keinen Wohlstand. Es bringt keine Gleichheit, keine Gleichberechtigung. Es bringt dem Leben nichts, sondern es zerstört in wesentlich höherem Maße und es vernichtet Leben in wesentlich höherem und gravierenderem Maße, als es überhaupt in der Masse quantitativ Menschen hilft, zugutekommt, dem Leben zugutekommt oder der menschlichen Entwicklung zugutekommt. Die Diskrepanz, die Unterschiede werden immer größer. Es werden immer weniger Profitierende dieses Systems und ich spreche auch ganz konkret vom Geldsystem, denn das Geldsystem ist das System. Das Geldsystem ist die oberste Instanz aller Systeme, aller politischen Systeme, gesellschaftlichen und sozialen Systeme auf dieser Welt. Das Geldsystem, das Finanzsystem ist die Repräsentation
der menschlichen inneren Systeme, der menschlichen inneren unbearbeiteten, unkultivierten und unverstandenen Systematik der Angst, der Ängste, der Irrationalität, der Verworrenheit und der Verlorenheit im Geiste. Das Geldsystem ist die Geißel, ist der, bietet den Rahmen, die inneren Systeme des Menschen, die inneren Ängste nach außen zu kehren und sie als übergeordnetes System alles und jeden bestimmen zu lassen und somit das scheinbare Gefühl und die scheinbare Idee einer Kontrolle und einer einer Handlungsmacht, einer Handlungskontrolle über die Systeme zu haben. Natürlich kontrolliert Geld. Natürlich kann ich mit Geld Dinge, Menschen und gewisse Systembereiche kontrollieren. Doch das Geld, in dem Moment, wo ich es benutze, um zu kontrollieren, kontrolliert mich, denn ich kontrolliere innerhalb des Systems, indem ich das System benutze, weil ich selber ein Teil des Systems bin, bin ich schon längst gefangen in dem System, bin gar nicht frei, ich kann mich überhaupt nicht frei denken als menschliches Wesen. Sozusagen die Frage stellen, was mache ich mit meinem Leben? Was bin ich? Was tue ich hier überhaupt? Folge ich einfach nur den mir eingepflanzten Trieben, den mir eingepflanzten Konditionierungen, den mir eingepflanzten und in mir geformten Persönlichkeitsvorstellungen und Werten? Bin ich ein Sklave, ein Opfer dieser in mir geformten Persönlichkeit? Oder bin ich tatsächlich Herr über mein Leben? Bestimme ich selbst als Leben, als lebendes Wesen, als lebender Moment, als Ausdruck des Lebens hier und jetzt, treffe ich die Entscheidung über das, was ich hier tue, über das, was ich mache, über das, was mich antreibt, meine Motivation. Was bedeutet es, diese Fragen überhaupt stellen zu können? Das bedeutet, die Verantwortung zu haben für das, was man ist. Und wenn ich diese Frage stelle und wenn ich sie mir stelle, dann muss mir ganz klar sein, dass ich die Frage nur selbst beantworten kann, als das Leben, als das Lebewesen, das ich hier bin, das hier steht. Ich muss erkennen, was bin ich geworden, was habe ich akzeptiert, in mir zu wachsen? Was sind diese Wertvorstellungen, diese Ideen und diese Ideologien und sind mir die überhaupt bewusst? Ganz oft ist es so, dass ich als Mensch durch mein Leben gehe und Dingen folge und Dinge tue, weil ich glaube, dass ich sie mag und dass ich das machen möchte oder das machen muss oder weil ich ein Ziel vor Augen habe, das ich unbedingt erreichen möchte und frage mich gar nicht, ist das tatsächlich mein Ziel? Warum habe ich dieses Ziel überhaupt? Was erreiche ich durch dieses Ziel? Erreiche ich durch dieses Ziel wirklich das, was ich will oder ist es nur ein Mittel zum Zweck? Hoffe ich vielleicht innerlich, dadurch einen Zustand zu erreichen, der inneren Zufriedenheit, der Freude oder der inneren Ruhe, des inneren Friedens, der Gelassenheit, der Selbstzufriedenheit. Es ist immer wieder ganz offensichtlich, dass der Mensch vor sich selbst wegläuft. Er läuft vor sich selbst davon in allen Fragen des Lebens, in allen Bereichen des Lebens. Das sieht man in jeder Situation, in der der Mensch seine Verantwortung im Außen sucht, in jemand anderem sucht, in den Institutionen sucht, in den Gesellschaften sucht, in den Systemen sucht. Immer dann, wenn ich frage,
wenn ich versuche, jemanden zu fragen oder über jemanden die Bestätigung zu bekommen, dass ich das, was ich tue, richtig ist. Ist das richtig? Ist das gut? Bekomme ich dafür Anerkennung, was ich hier mache? Immer dann bin ich auf dem Holzweg. Das ist eine Grundregel. Eine Grundregel der Selbsterkenntnis, der Selbstrealisation als das Leben gleichwertig, eins mit allem. Immer dann, wenn ich angewiesen bin für mein Wohlbefinden auf die Anerkennung und die Bestätigung anderer, einer Institution, der Gesellschaft, meines Umfelds, meiner Freunde, immer dann liegt ein Problem vor. Immer dann ist irgendwo ein Fehler. Dann bin ich nicht ich selbst. Dann tue ich nicht das, was ich selbst als Leben will und verantworten will und kann. An dieser Stelle muss immer gestoppt werden. An dieser Stelle muss ich mich selbst stoppen, muss ich mich selbst anhalten und aufhalten und fragen, was tue ich hier? Wem folge ich hier? Von was bin ich hier besessen? Denn das Einzige und der Einzige, der mir jemals tatsächlich wirkliches Selbstbewusstsein über die Dinge, die ich tue und deren Konsequenzen und die Tragbarkeit geben kann, bin ich selbst. Das kann nur ich selbst sein. Wer sonst soll es tun? Wer sonst? Wie soll das gehen? Ein anderer Mensch, ein anderes Lebewesen, der neben mir steht, der dasselbe ist wie ich, der Leben ist, so wie ich, für seine Handlungen und für seine Tätigkeit und für alles, was er repräsentiert, genauso selbstverantwortlich wie ich für das, was ich tue. Wie kann der mir Bestätigung oder Absolution erteilen? Wie kann der mir oder mich beruhigen, mir das geben, was ich suche in dieser Selbsterfüllung, in dieser Selbstbestätigung? Das ist das, was ich mache, richtig? Ist das gut? Der Mensch, der sich unzufrieden fühlt, der unzufrieden ist in dieser Gesellschaft, in diesem System, in diesem Wertesystem, das auf dieser Grundlage basiert, auf der Grundlage der Anerkennung von außen, der Grundlage der Selbstidentifikation über Prestige, über Status, über Repräsentation, der Selbstidentifikation über den Status und den Stand innerhalb der materialistischen, kapitalistischen Gesellschaft. Der Mensch, der hier aufwächst und der irgendwann merkt, wenn er es merkt, weil die inneren Konflikte und die Unzufriedenheit pathologisch wird, dieser Mensch braucht Hilfe zur Selbsthilfe. Er braucht die Unterstützung des Lebens als Menschen, die ihm gleichberechtigt zur Seite stehen und die ihn nicht anleiten, aber die ihm beispielhaft vorleben und beispielhaft die Methoden und Mittel zeigen, aus dieser Selbstversklavung, aus dieser Selbstentmündigung herauszukommen. Es geht immer nur um dich selbst. Es geht immer um dein Selbst. Das Selbst, in dem wir alle gleich sind, gleichwertig, gleichberechtigt, gleichartig. Wir sind alle Individuen, ganz klar. Aber erst dann, wenn wir uns in Eigenverantwortlichkeit als uns selbst realisieren und identifizieren. Und nicht über andere, über Systeme. Gerade dann kann es keinen Individualismus geben. Es kann in unserer Welt, in unserem System, schon gar nicht in dem kapitalistischen, materialistischen System keinen Individualismus geben. Die ganze Produktion, die ganze kapitalistische Produktion, die ganze Wirtschaft ist darauf ausgerichtet, dass alle gleich denken, dass möglichst viele das Gleiche wollen. Wozu gibt es die Massenproduktion? Wozu gibt es Trends? Warum werden Trends gesetzt? Von den Medien, von der Marketingindustrie. Warum funktioniert das? Warum funktioniert Mode? Warum rennen von Jahr zu Jahr gerade Jugendliche, weil sie eben noch am stärksten beeinflussbar sind,
mit anderen, aber gleichartigen Klamotten rum? Warum funktionieren diese Trends? Weil es eben keinen Individualismus gibt. Das ist nicht individualistisch. Das ist keine Freiheit. Das ist keine freie persönliche Entfaltung. Freie persönliche Entfaltung würde immer bedeuten, dass jeder sich ein bisschen anders äußert. Dass der Ausdruck des Lebens, den jeder Einzelne repräsentiert, immer etwas anders ist, etwas unterschiedlich ist. Denn natürlich ist jede Entwicklungsgeschichte, jeder Entwicklungshintergrund unterschiedlich. Daher ist hier Gleichheit und Gleichwertigkeit immer eine Gleichheit und Gleichwertigkeit in Vielheit. Das muss ganz klar sein. Was tun wir mit unserem Leben? Was mache ich mit meinem Leben? Was bin ich? Bin ich Mensch? Bin ich ein Mensch? Bin ich der Mensch? Bin ich meine Vergangenheit? Bin ich meine Erfahrungen? Bin ich meine Gedanken? Bin ich das? Ist das das, was mich leben lässt? Ist das, was mich leben macht? Was mich ausmacht? Bin ich das Leben hier und jetzt? Was mache ich mit diesem Leben? Folge ich der Gesellschaft, folge ich den Systemen oder forme ich die Systeme? Trage ich die Verantwortung für das, was ich tue? Oder lebe ich in Ignoranz und gebe mich selbst auf, gebe meine Selbstbestimmung auf und lebe nur noch dafür, mich davon abzulenken, dass ich mich selbst betrüge? Was mache ich mit dem Leben? Wir sind alle Mitgestalter der Systeme und der Gesellschaft. Wir sind nicht davon zu trennen. Wir sind nicht Beobachter. Ich kann mich nicht als einzelner, individueller Beobachter der ganzen Geschehnisse sehen und betrachten. Wir sind alle verantwortlich für das, was passiert. Für alles, was passiert, was existiert, für alles, was hier ist. Jeder Einzelne. Und wir sind alle Mitgestalter und wir sind fähig, mitzugestalten. Das ist nicht mehr zu leugnen. Das ist nicht mehr zu ignorieren. Und wenn ich wirklich mein ganzes Leben nur damit verbringen möchte, meine ganze Anstrengung nur darauf richten möchte, mich abzulenken von der Eigenverantwortlichkeit, mich abzulenken von den katastrophalen, erschreckenden Konsequenzen der menschlichen Verlorenheit in dieser Systematik. Die katastrophalen Konsequenzen, die sich äußern in unendlichem Leiden. Die sich darin äußern, dass ganze Völker ausgerottet werden, dass Tausende Kinder sterben jeden Tag. 20.000 Kinder weltweit werden verhungern am Weihnachtstag. So wie jeden Tag. Seit Jahren. Unnötigerweise. Das ist Fakt, das ist eine Tatsache, die nicht durch Charity, nicht durch Hilfsorganisationen, die nur ein Arm der Systematik sind, gelöst werden können. Sie können nur gelöst werden, wenn wir endlich diese Frage ernst nehmen. Was mache ich mit diesem Bewusstsein, mit diesem Leben? Und wenn wir endlich die Werte und Normen und die Ideologien und Vorstellungen, die wir übernommen haben, die uns eingepflanzt wurden durch die Akzeptanz und das Tragen und Beitragen zu den Systemen, wenn wir die endlich aushebeln, und zwar real, wirklich aushebeln, sie in Frage stellen, sie jeder Einzelne für sich in sich entlarvt als dieses selbstbetrügerische System der Selbstbetäubung. Und wenn wir uns als das wiedererkennen, was wir tatsächlich sind, das Leben, jeder Einzelne gleichwertig, hier verantwortlich und
mit schöpferischen, gestalterischen Fähigkeiten. Dann können wir wirklich ein neues Leben schaffen. Dann können wir wirklich eine neue Welt schaffen. Und die Zeichen sind ganz eindeutig. Die Zeichen sind da. Wir können es sehen, ganz eindeutig. Es ist überhaupt nicht mehr, es ist überhaupt kein Geheimnis mehr, dass wenn es so weitergeht wie jetzt, wenn der Mensch in seinem Trott weitermacht, wenn er aus Faulheit und aus Ignoranz und Feigheit weiter so lebt, wie er bisher gelebt hat, dann, komm hier, komm hier. Dann wird es unausweichlich sein, dass es zu einer großen Massenvernichtung kommt. Dann wird ein weiterer Weltkrieg unausweichlich sein. Es gab den ersten, es gab den zweiten und es wird auch den dritten geben, weil die Systematik sich niemals geändert hat. Weil der Mensch sich niemals geändert hat, weil er niemals in Eigenverantwortung sich geändert hat. Es haben jeweils immer nur die Sieger gedacht, sie würden etwas ändern. Mensch, gib Acht. Haltet inne. Haltet inne und stellt euch selbst in Frage. Stellt das, was ihr bisher als gut befunden habt, das, was ihr bisher als wertvoll gefunden habt, alles, stellt alles in Frage. Denn nichts davon hat jemals irgendwem geholfen. All das hat dazu beigetragen, dass wir da sind, wo wir jetzt sind. Am Ende eines Zeitalters. Und das Ende dieses Systems wird krachen. Das wird ein wahres Ende sein. Denn wenn sich etwas entwickelt hat, wenn es tatsächlich einen Fortschritt gegeben hat, durch die Entwicklung des Menschen, durch die Entwicklung dieser Systeme, dann in der Fähigkeit des Menschen zu zerstören. Und sollte es tatsächlich so weit kommen, dass der Mensch nicht aufwacht, und dass es wirklich dazu kommt, dass es wieder einen Weltkrieg geben muss. Dann ist es, naja, das kann jeder für sich selbst versuchen, sich auszumalen, wie das dann aussehen wird. Jeder für sich selbst sollte sich diese Frage stellen. Findet euch selbst. Helft euch selbst. Als der Mensch, als das Leben. Wir sind alle das Leben. Wir sind alle verantwortlich. Und wir haben alle die gestalterische und schöpferische Kraft und das Potenzial und das Bewusstsein, um uns und das Leben grundlegend zu ändern. Wir müssen es tun, wenn wir uns weiterhin als vernunftbegabtes, intelligentes Leben bezeichnen wollen. In was für einer Welt wollen wir also leben? Was wollen wir hinterlassen? Warum sagen wir nicht einfach unseren Kindern die Wahrheit? Warum sagen wir nicht einfach der Generation, die folgt, dass wir Mist gebaut haben, dass wir es selbst nicht kapiert haben, dass das, was man uns vermittelt hat, kein unumstößliches Naturgesetz war, sondern dass es die aus Feigheit und Angst und aus Ignoranz entstandene Systematik
war, die sich angefühlt hat, als wäre sie etwas Gutes, Richtiges. Dass wir einfach nur der Gewohnheit zum Opfer gefallen sind. Dass wir einfach nur an uns selbst gedacht haben. Und gedacht haben, wenn es für uns die Möglichkeit gibt, uns irgendwie auf irgendeine Art und Weise Befriedigung zu verschaffen. Und sei es auch nur durch imaginäre Wertvorstellungen, durch Substanzen, durch den Missbrauch und durch die Benutzung von Alkohol, Sex und Entertainment, um uns zu betäuben und um uns für einen Moment gut zu fühlen. Und das dann tatsächlich als Wert zu empfinden und das als Ziel der menschlichen Entwicklung, der Entwicklung des Fortschritts des Lebens zu sehen. Möglichst viel Entertainment, möglichst viel von der Droge, möglichst viel Betäubung. Warum sagen wir nicht einfach die Wahrheit, dass es Zeit wird, damit Schluss zu machen? Und dass es ihre Chance ist, damit Schluss zu machen. Das wäre der Part der Generation. Das wäre der Part der Generation, die vorgeht. Das wäre der Teil. Das wäre das, was du machen kannst mit deinem Leben. Das wäre dein Beitrag zum Wandel. Den Kindern die Wahrheit sagen. Den Kindern vor Augen führen, wo die Problematik liegt. Wo der Selbstbetrug in dieser Identifikation als das Ego, als die abgetrennte Persönlichkeit liegt. Warum das nicht richtig sein kann. Warum das nicht richtig ist. Und dass die Realität eine klare, deutliche Sprache spricht. Wir dürfen ihnen keine abstrusen Vorstellungen, Ideen von der Wirklichkeit mehr verkaufen, sondern die Wirklichkeit zeigen, wie sie ist und wie sie funktioniert. Und vor allen Dingen auch, wie wir selbst funktionieren. Wie der Mensch funktioniert und wie leicht er sich hat um den Finger wickeln lassen. Wie leicht er sich hat entmachten lassen von seinen eigenen Systemen. Das ist die wahre Chance, die Welt und das Leben zu ändern. Das ist die wahre Chance auf ewiges Leben. Als das Leben, gleich und eins. Identifiziert mit dem Leben. Im Leben stehend. Hier und jetzt. Der Wahrheit ins Gesicht sehen. Der Wirklichkeit ins Gesicht sehen. Und das menschliche Potenzial. Die Vernunft, den Verstand. Die Intelligenz. Nutzen mit Verantwortung, mit tatsächlichem Bewusstsein für das Leben, mit Rücksicht, gegenseitiger Unterstützung, Anerkennung und Würde. Das ist die Chance, die der Mensch hat. Jeder Einzelne von uns. Sich das einzugestehen, das zu erkennen und diesem Wahnsinn, diesem Missbrauch, diesem tagtäglichen, ständigen Missbrauch, der Ausbeutung, der Verschwendung ein Ende zu bereiten. www.equalmoney.org. Da findest du die Konzepte, die praktikabel umsetzbaren Konzepte für ein komplett neues System menschlichen Zusammenlebens. Destiny, da treffen sich Menschen, die eben das erkannt haben, die sich realisieren als das Leben, die sich als das Leben verstehen, gleich und eins mit allem Leben, die wirklich ernsthaft interessiert sind am Leben, die nach Möglichkeiten suchen, wie wir aus dieser katastrophalen Situation, in der wir sind, wieder herauskommen.